Jetzt Eva Klawischnik, Clubobfrau der Grünen. Jetzt muss ich mich entschuldigen. Aber der Kollege Chubb hat mich dermaßen verwirrt, also mit seiner emotionalen Performance. Also wie kann man sich so dermaßen aufregen über Dinge, die mit der Realität überhaupt nichts mehr zu tun haben? Wo ist denn der Knopf, auf den man drücken kann, dass man eine dermaßen eine Nummer abziehen kann? Das hat mich jetzt wirklich verwirrt. Gegen wen? Ich muss das noch erklären, meine Namensverwirrung. Aber ich frage mich, gegen wen kämpfen Sie denn um die soziale Gerechtigkeit? Kämpfen Sie daheim vorm Spiegel gegen sich selber? Oder gegen den Klubobmann Kopf? Oder gegen wen? Also, jetzt ist das vierte Jahr in dieser Bundesregierung. Wo finde ich denn die rote Handschrift, die Handschrift der sozialen Gerechtigkeit? Ich lese sie nur auf Plakaten. Denken wir mal, wann ist denn jetzt endlich die Zeit für die soziale Gerechtigkeit? Aber Klubobmann Chubb übt daheim vom Spiegel den Kampf um die soziale Gerechtigkeit. Ich gebe Ihnen eine politische Empfehlung ab. Bitte kämpfen Sie das in der Koalition einmal aus. Bitte in der Koalition. Ich war gestern schon ähnlich verwirrt, muss ich sagen, also wie der Herr Vizekanzler, der Herr Bundeskanzler von dem Sparpaket gesprochen hat. Ja, es geht jetzt dauernd hin und her, dieses Schattenkämpfen und Kämpfen um die soziale Gerechtigkeit. Der Herr Bundeskanzler, für stenografische Protokoll, allgemeine Heiterkeit, Klammer wieder zu, der Bundeskanzler gemeint hat, dieses Sparpaket ist alternativenlos. Und dieses Alternativenlos, das kommt uns ja allen irgendwo bekannt her. Also wer jetzt gerade im Oscar-Fieber ein bisschen war, Meryl Streep, die jetzt gerade Maggie Thatcher gespielt hat, die ist ja berühmt geworden mit diesem Satz, there is no alternative. Und ich finde, gerade in diesem Bereich, wie man vernünftig sparen kann, wie man klug investieren kann, wie man Reformen in Österreich vorantreiben kann, haben Sie alle Alternativen ausgelassen. Dieses Sparpaket ist die Mini-Variante des Kompromisses. Und wir haben das schon öfters gehört, there is no alternative, nämlich insbesondere, wenn es um Liberalisierungsvorhaben gegangen ist, die letzten 20 Jahre. Deregulierungsvorhaben, was den Finanzmarkt betrifft, auch bei der Bankenhilfe haben wir das gehört. There is no alternative. Jetzt wiederum neuerlich bei den österreichischen Volksbanken. Und die Bevölkerung fragt sich zu Recht, und ich frage mich mittlerweile auch, wieso eigentlich? Wieso überlegen Sie sich hier keine Alternative? Und man mag zu den Ratingagenturen stehen, wie man will, aber trotzdem ist es doch manchmal lesenswert zu schauen, was sie schreiben oder wie sie Österreich klassifizieren. Und sowohl Standard & Poor's als auch Moody's haben eine sehr klare, ganz präzise Diagnose, was Österreich betrifft. Österreich hat ein Problem, was den Bankensektor betrifft. Ein absolutes Problem, was den Bankensektor betrifft. Ich wiederhole es. Ja? Und ich frage mich, warum niemand von Ihnen einmal offen darüber redet, warum es hier keinen Klartext gibt und warum es hier auch keine Konsequenzen gibt. Wir erleben keine Konsequenzen, was den Finanzmarkt betrifft. Auf europäischer Ebene steht das jetzt. Neue Regulierungen, das steht im Wesentlichen, das Projekt. Und auf der anderen Seite, auch was den österreichischen Bankensektor betrifft, werden keine Konsequenzen gezogen, außer neuerliche Bankenhilfepakete. Und wir sind nicht mehr bereit, das länger zu akzeptieren und hinzunehmen, wie viele in der Bevölkerung. Der Herr Vizekanzler hat gemeint, es steht weder in der Bundesverfassung noch in den 10 Geboten. Die 10 Gebote haben mich etwas verblüfft, aber okay. Dass man nicht sparen soll. Ja, ich denke mir, dass man keine Überschüsse machen soll. Ich denke mir, es steht aber nicht in der Bundesverfassung und auch weder in den 10 Geboten, dass man die Vermögenden und die Superreichen in Österreich weiterhin schützen muss. Im Gegenteil sogar. Ich glaube, es ist in der christlichen Soziallehre durchaus auch beheimatet, der Gedanke des Teilens und der Gedanke des Mitfühlens, wenn es Menschen nicht so gut geht. Und wenn heute einige von Ihnen herausgehen, über die Lage von Frauen in Österreich reden. Wer ist denn das untere Einkommensdrittel? Wer sind denn die kleinen Einkommensbezieherinnen in Österreich, wenn nicht die Frauen? Wenn nicht die Alleinerzieherinnen, Frauen mit Kindern, die sich durchs Leben schlagen. Und durch dieses Sparpaket keine einzige Unterstützung und Hilfe erhalten. Und dann darauf stolz zu sein, dass man die Mehrwertsteuer nicht erhöht hat. Das ist mir ehrlich gesagt zu wenig für einen internationalen Frauentag. Das ist mir wirklich zu wenig für einen Frauentag. Und Tatsache ist, es wird durch dieses Sparpaket. Sparpaket
Man kann auch durchaus investieren, man kann auch durchaus untere Einkommen entlasten, auch mit einer Steuerreform. Es geht hier nicht nur ums Sparen, es geht auch um Reformen. Und genau das ist ja die Grundsatzkritik an diesem Riesenpaket. Riesen, unter Anführungszeichen, ein Drittel ist ja nicht wahr oder geschummelt oder schwarzes Loch. Aber hier gibt es keine Reformen, hier gibt es keine Finanzreform, hier gibt es keine Entlastung der unteren Einkommen, hier gibt es keine Entlastung von Frauen. Das ist eine Tatsache. Und Tatsache ist, dass es durch dieses Sparpaket im Jahr 2016 mehr ärmere Menschen, arme Menschen in Österreich geben wird und mehr Vermögende. Das ist ein Faktum. Und wir sind mit dem nicht zufrieden. Wir wollen das nicht. Wir wollen das wieder aufmachen. Und Sie sind gerne eingeladen, in den parlamentarischen Verhandlungen genau dieses Gebot, das es ja nirgendwo gibt, weder in der Verfassung noch in den 10 Geboten, dass man große Erbschaften, Stiftungen, dass man de facto leistungsloses Einkommen, dass man das vollkommen ungeschoren lässt in diesem Paket. Vollkommen ungeschoren. Sehr, sehr amüsant habe ich auch gefunden, Herr Vizekanzler, dass Sie gesagt haben, Sie haben im Verwaltungsbereich etwas weitergebracht. Sie haben die Vorschläge des Rechnungshofs 599 durchforstet. Das war genau immerhin. Sie haben es einmal durchforstet. Aber wie viel haben Sie umgesetzt? 5 oder 10 oder 15? Das wollten wir das letzte Mal schon wissen, haben aber keine Antwort darauf erhalten. Tatsache ist, in diesen großen Bereichen Gesundheitsreform, Schulverwaltung, Pensionsreform, gibt es keine Reformen, sondern das ist ein Groschall zusammenflicken, auch teilweise gemogelt, viel zu hohe Zahlen, die nicht stimmen, wo man nicht sicher sein kann, ob das überhaupt hält, und dann zu sagen, das ist jetzt die Politik für die nächsten 5 Jahre. Auch das ist zu wenig. Und auch das wollen wir in den parlamentarischen Verhandlungen noch ändern, nämlich mit Ihrer Mithilfe. Wir sind nämlich ein selbstbewusstes Parlament, hoffe ich, und werden jetzt diese 400 Seiten, 98 Gesetzesvorschläge nicht ungeändert einfach durchwinken. Da hoffe ich auf Sie, Herr Kollege Czap und Herr Kollege Kopf, dass wir schon parlamentarisch unsere Arbeit tun. Tatsache ist auch, dass es bis zum Jahr 2016 keine verbesserten Bildungschancen geben wird für 200 junge Menschen, die in Ausbildung sind. Offensivmaßnahmen hin oder her, dieses schöne Wort. Tatsache ist, in den Gesetzestexten, die jetzt am Tisch liegen, kann man gar nichts herauslesen. Da steht noch gar nichts drinnen. Ob zusätzliche Mittel, keine zusätzlichen Mittel. Im Gegenteil, wir kennen das aus den Taschenspielertricks vom Sparpaket von Leupersdorf, dass es hier, wenn überhaupt real, auf demselben Niveau bleibt. Aber wir meilenweit von dem entfernt sind, hier wirklich Geld in die Hand zu nehmen und die Situation der Kindergärten, der Schulen und der Unis nachhaltig zu verbessern. Und das trotz flächendeckender Unzufriedenheit der Eltern und der Jugendlichen, flächendeckende Unzufriedenheit und erschütternder Ergebnisse nach wie vor im Bildungsbereich, erschütternde Ergebnisse. Und das soll jetzt die Politik für die nächsten 5 Jahre sein. Sage ich nein, nein und noch einmal nein. Wir werden das noch einmal ordentlich diskutieren müssen. In ganz Europa werden Sparpakete geschnürt, mehr oder weniger unintelligent. Also es besteht die Gefahr, dass wir auf wirtschaftlich schwere Zeiten zugehen, europaweit eine Rezession droht. Und deswegen ist die Frage der Investitionsspielräume ein ganz entscheidender, auch für Österreich. Und genau diese Investitionsspielräume haben wir nicht im Budget. Es gibt in vielen Bereichen großartige Chancen. Und ich bin leider extrem erschüttert, dass neuerlich der Umweltminister sich mit seinem Kürzungs- und Spargedanken in einem der wesentlichen Zukunftsbereiche durchgesetzt hat. Es wird im Bereich von Klimaschutz und grünen Jobs wird gespart werden. Und das ist auch nicht akzeptabel, auch aus der Sicht, dass wir Wachstum brauchen, grünes Wachstum, nachhaltiges Wachstum. Mit diesem Paket wird es 2016 nicht mehr grüne Jobs geben als jetzt. Und das ist eine riesige, vertane Chance. Noch einmal zu den 10 Geboten zurück. Ich glaube, dieses christliche Gebot, Mut zur Umkehr, Mut zur Einkehr, Teilen und so, das können wir durchaus jetzt in den parlamentarischen Behandlungen ernst nehmen. Wir sind bereit dazu, Sie haben es ja peinlichst vermieden, in irgendeinem Bereich eine Verfassungsbestimmung hineinzuschreiben und tatsächlich auch verhandeln zu müssen mit der Opposition. Aber ich lade Sie noch einmal herzlich ein. Die große soziale Gerechtigkeit können wir hier noch einmal ausfechten. Da haben Sie uns als Unterstützerin, aber ernsthaft. Ich fight nämlich nicht daheim vor den Spiegel, sondern mit Ihnen. Und wo Sie auch unsere Unterstützung haben und brauchen werden, das ist bei den Fragen der Zukunftsinvestitionen und der Bildung. Und wir wollen das Programm so nicht durchgehen lassen, dass für die 2 Millionen jungen Menschen in Österreich keine zusätzlichen Mittel, keine zusätzliche Chance mehr zur Verfügung steht. Danke. Mehr Chefinnen am T-Shirt von Eva Klawischnik und auch in ihrer Rede ein klarer Appell, es müsse mehr für die Frauen in Österreich getan werden, nicht nur am Weltfrauentag.